27 Tagen werde ich 30 und schon das fühlt sich unsagbar schlecht an. Bin ich hysterisch oder ist das jetzt die Quarter-Life-Crisis, aus der mich nur eine retten kann? Mama. Findest du, ich müsste schneller sein? Womit? Kinder kriegen? Nee, alles braucht seine Zeit. Und vor allen Dingen auch einen richtigen Mann. Bei meiner Mutter hat es wirklich länger gedauert. Als sie in die Wechseljahre kam, kaufte sie sich ein Bauchtanzkostüm, trennte sich nach 29 Jahren von meinem Vater, verliebte sich in diesen Typen, traf sich einmal die Woche mit diesen Frauen und sah plötzlich glücklich aus. Bleib mal einfach ein bisschen stehen, dann geht's ja weiter. Das machen wir also in Paris. Aber wenn das alles ja nicht klappt, dann machen wir es einfach wie immer. Alle Männer, Freunde, Partner sind nicht so lange bei mir geblieben, wie ich bei den Bauchtanzfrauen. Und das bedeutet mir viel. Und dann hörst du die Musik. Und dann siehst du die Mädels. Und dann geht das schon mal, sind das schon mal 10 Jahre runter. Und dann geht das noch mal 10 Jahre runter. Wenn wir in die Knie gehen, dann fühlen wir uns kurzfristig älter. Aber wir gehen jetzt nicht in die Knie. Sagte mein Vater dazu. Dann tanzen sie und dann dürfen die Männer dann gucken. Ja, aber mit 20 dürfen die nicht gucken. Aber wenn sie alt sind, dürfen sie dann gucken. Denn die sind doch bekloppt.